Hey, hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Terraria. Ja, ich habe gerade schon die Aufnahme aufgenommen gehabt, dann ist sie wieder abgestürzt. Naja, was soll man machen? Wir haben jetzt nichts, also viel hast du nicht verpasst. Ich war nur unten gewesen, bin nochmal in die Hölle runter. Und dann ist mir eingefallen, oh, wir brauchen noch den Schlüssel. So. Damit wir unten die Truhen aufmachen können. So, was haben wir hier? Leuchtwurzel, Heiltrank. Okay, das können wir alles mal. Dämonenfackel. Na, die ist ja auch bestimmt auch sehr hübsch. Wunderhübsch. Ja, und aus dem Grund, würde ich sagen, gehen wir nochmal in den Dungeon, weil wir haben die echt vergessen, aus dem Dungeon den Schlüssel mitzunehmen. Das nervt auch so ein bisschen. Ich habe hier oben die paar Putzen angebaut, dass falls neue NPCs kommen sollten in der Zwischenzeit, dass wir Platz haben. Und ja, ansonsten war nicht viel jetzt, was du verpasst hast. Also nicht, dass du sagst, ey, warum nimmst du offscreen auf? Nein, mache ich nicht. Mir ist nur gerade die Aufnahme abgekackt. So, dann laufen wir mal zum Dungeon, damit wir unten die Truhen öffnen können. Weil ohne die kommen wir nicht mehr weiter. Und wir müssen weiterkommen, damit wir dann. Also uns fehlen halt nur noch echt ein paar Items, die ich halt noch gern hätte, bevor wir die Wall. Na, ich soll mich antipsen, damit ich schneller laufen kann. Yeah. Bevor wir die Wall bekämpfen. Aus dem Grund auch, wir haben jetzt noch keine Resistenz gegen Lava. Das heißt, wenn wir in die Lava fallen, zieht es uns nochmal Damage ab. Und ja, sowas hätte ich halt gern noch, dass wir auch sehr gut und schnell hin und her kommen. Weil ansonsten von den Waffen her passt das eigentlich super. Wir haben jetzt auch schon volles Life. Mehr Herzkristallpunkte können wir nicht mehr sammeln. Und ja. Ja. Was habe ich noch erzählt in meiner letzten Aufnahme? Ich muss mir jetzt unbedingt meinen neuen Rechner zulegen. Also das Item habe ich rausgenommen. Aus dem Grund, dass auch die aktuellen Spiele auf hohe Grafik laufen. Das habe ich noch erzählt. Die Anschaffung wird jetzt nächsten Monat kommen, denke ich mal. Das heißt, jetzt ist Januar, also im Februar. Was mich halt schon ärgert, so bei einigen Spielen, wie zum Beispiel Battlefield, dass es ewig lädt und keine Ahnung und ach, die Grafik nicht so hoch ist, ja. Und generell, der Computer ist jetzt auch schon etwas älter. Und von dem her muss es jetzt sein. So, hallo Dungeon. Schlüssel haben wir noch genug. Sind wir beim letzten Mal irgendwo nicht lang gegangen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist schon eine Weile her, als wir im Dungeon waren. Müssen wir mal schauen. Huch. So, ich glaube, wir sind. Ach, wir waren ja überall reingegangen, ne? Das wird jetzt halt schwierig werden, das zu finden. Mich schon wieder wie die Pest. War der Schlüssel gedroppt? Ah, das hätte ich jetzt mal lesen müssen. Ich weiß nicht mehr, ob der Schlüssel droppt oder ob der in der Kiste war. Gib mir auf den Sack, geht ihr mir. Sterben, los. So, wir haben aber eh wieder volles Mana.
kann natürlich sein, wenn der gedroppt war und meine Taschen waren voll, dass ich das gar nicht mitbekommen hatte. So. Hab ich jetzt meine Taschen? Ja, das sind. Das ist ein bisschen Platz. Die hat man auch schon gelootet. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Okay, da brauchen wir wieder einen anderen Schlüssel. Immer Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Hier waren wir noch nicht bei der Kiste. Da oben ist auch gleich noch einer. Glitter ist eingetroffen. Hallo Glitter. Das Muramasa, das ist auch sehr geil eigentlich. Das für ein Damage. Ich sehe nix. Das Muramasa macht guten Schaden. Könnte sogar besser sein als unser Schwert. Ah, mal diese Fallen. So, eine wollte ich hier lassen. Und die Kisten können wir, glaube ich, auch noch nicht aufmachen. Nee. Da brauchen wir auch wieder einen anderen Schlüssel dafür. Ach, diese Fallen immer. Wow, wo kommt denn die Halle her? Nein, ich möchte nicht sterben. Nein! Na, wir müssen noch warten. Oh, diese Falle. Muss ich jetzt unbedingt abbauen, weil sonst bin ich gleich tot. So. Ein Heiltrank schlürfen, sehr gut. Goldener Schlüssel brauchen wir nicht. Ich will noch schnell einen Heiltrank. Ja, obwohl, jetzt geht ja mein Life. Weil das wäre ärgerlich, bis wir das hier wieder finden. Geh kacken, Magier. Oder wieder eine Falle? Oh, nee, eine Dorne. Tür zu.
sieht aber auch nicht so aus, als würde es hier noch irgendwo was geben. Ah, oh, und voll auf die Dornengift, auf die Stacheln. Das ist doch alles Mist hier. Wo war das denn, Mensch? War das... Haben das die... Naja, ich bin da schon wieder voll. So, hier hinten waren wir jetzt, sind wir dann durch. Mein Gott, woher? Wer schießt ja auf mich? Da ist noch eine. Jetzt haben wir den Schattenschlüssel. Sehr geil. Oh, den haben wir gebraucht. Sehr gut, sehr gut. So, wir kommen ins Geschäft, mein Guter. Das kannst du alles haben. Spinnnetz schenke ich dir, Wurfmesser schenke ich dir. Mein Gott, diese Erze brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ascheblock schenke ich dir. Das brauche ich auch nicht. Hier haben wir nichts zum Schnellstapeln. Schnellstapeln haben wir auch nichts. Schnellstapeln. Sehr gut. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Das heißt, wir gehen runter in die Hölle. In die Hölle. Und hoffen da jetzt in den Kisten ein paar tolle Items zu finden. So. Alle töten mit dem Murimasa-Schwert. Dieser fliegende Fisch nervt mich ein bisschen. So, ich bin in der vorhergehenden Folge, die abgestürzt ist, bin ich hier runter, weil ich gesagt habe, schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Haben wir natürlich nichts gefunden, aber hier war ein sehr schneller Weg zur Hölle. Ich hoffe, das war hier. Nicht, dass es noch eins. Nee, das war schon hier. Ich hoffe es. Ich hoffe es für mich und für euch, dass ich euch jetzt keinen Scheiß erzähle. Bin ich dann runter? Bin ich hier runter? Ja. Genau. Und da war nämlich auch gleich ein Gang in die Hölle. Nicht ein Gang in die Hölle, aber eine Kiste gewesen. So. Seid ihr schon wieder da? Und diese Falle regt mich genauso auf. Ja, aber hier bin ich nicht lang. Uah. Stirb.
glaube, ich bin hier drüben lang. Ja. Sind wir lang? Ah, ich glaube hier. Ah, das war klar. So, welcome into the hell. Und hier unten war nämlich gleich eine Kiste. War klar, dass du gleich kommst. Geh kacken. So, danke. So, und die würde ich jetzt gerne mal aufmachen. Weil ich echt gespannt bin, da drüben ist sie, was da jetzt drin ist. Drückt uns die Daumen, dass wir echt was Tolles haben, was uns auch weiterbringt. Hallo? Flammenpeitsche. Magiekrafttrank, das ist gut. Okay, er kostet viel Mana. Jetzt weiß ich aber nicht, wie der Schaden ist. So, und ich glaube, da hinten links war auch noch eine Kiste. Nein. Ach, Gott sei Dank. Hilfe. Ach, meine Güte. Meine Güte. So, ich bin doch hier irgendwo reingehüpft. Da, genau. War hier unten nicht auch noch eine Truhe? Hier unten wäre auch noch eine gewesen. Lasst mich schauen. Machen wir das so. Hier war keine mehr. Hier war doch noch irgendwo eine. Hä? Oder? Ja, nein, nein, ja. So, jetzt haben wir extra den Schlüssel und finden nichts mehr. Ich glaube es nicht. Da drüben bitte auch noch eine sein. Boah, jetzt gehst du raus. Du willst mich doch verarschen. So. Ups, ich habe dich jetzt gar nicht kommen hören. Kommen gehört.
gerade mal wieder in die Lava hüpfen. Fehl des Tages heute. Hab ich jetzt da hinten eine Kiste übersehen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Da oben ist noch einer. So. Sonnenwut. Kiste, da ist auch keine Kiste mehr. Ich glaube, die anderen Items, die ich noch brauche, die gibt es hier gar nicht mehr. Oh, das ist aber fies. Oh, oh, oh. Wenn wir nämlich mal immun gegen Lava wären, dann könnten wir super gegen die Wall of Flesh kämpfen. Ich hasse dich. Hier unten ist aber auch keine Kiste mehr. Schade. Neue Truhen braucht das Land. So, was kommt hier jetzt noch? Also du Wurm. Na? Da oben ist nix. Sagen, also bitte, wenn wir den kleinen Hügel da hochkommen. Da bist du also, ah ja. Und tschüss. Oh, die Dinger sind so scheiße. Und jetzt haben wir keinen Mana mehr. Nein! Meine Güte. Huch, da ist ja wieder einer. Wir brauchen Truhen, Truhen, Höllentruhen. Wo seid ihr? Oh nein, scheiße. Fuck. Wir wurden getötet.
Ja, die Zeit interessiert mich jetzt gerade nicht. Ah, scheiße. Das kann auch weg. Brauchen wir alles nicht. Das heißt, wir gehen beim nächsten Mal, gehen wir hier unten nochmal in die Hölle rein. Was soll das jetzt ablegen, den Trank da? Genau, dann gehen wir in die Hölle hier unten nochmal. Und holen uns da noch, da waren auch noch ein paar Truhen gewesen, soweit ich mich recht erinnern kann. Und dann müssten wir eigentlich, uns fehlen ja echt noch ein paar Items, also ohne die Items sollte ich eigentlich gar nicht hier reingehen. Also halt dann runter zur Wall of Flesh, aber ich meine, was willst du machen, ne? Wir waren jetzt schon so oft unten gewesen und haben ja halt leider nicht mehr das Erhoffte gefunden. Glitter. Okay, das ist unser Party Girl. Party! Bubble Machine. Konfetti Gun ist ja auch geil. Und die Bubble Wand. Die Konfetti Gun hätte ich aber gerne mal. Bam! Und eine Bubble Machine. Wunderhübsch. Ich weiß jetzt nicht, wenn die Wall of Flesh nicht besiegt wird. Also wenn wir das jetzt nicht gleich auf Anhieb schaffen, dann müssen wir die nochmal, glaube ich, neu holen, gell? Ja, musst du. Naja, wir überlegen uns das mal und schauen mal. Schreibt es mir in die Comments, sollen wir die Wall of Flesh schon versuchen zu killen? Ich meine, du kennst ja mein Equipment und alles. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du mir dabei warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut, euer Spike.